Ah, ich habe einfach nur Liebe für Stardew übrig. Da sind nochmal Blümchen. Huch. Wieso musst du dir mehr Drogen aus der Apotheke holen, Nicole? Wenn die Tierchen wieder weg sind? Wilde Gespräche hier heute, ey. Das ist komplett aus dem Zusammenhang gerissen, ey. So, ich muss mal eben gucken, ob die Demetrius überhaupt zu Hause ist, bevor ich jetzt hier ewig gucke. Okay, er ist zu Hause. Ich freue mich, wenn ich Ende des Jahres einen PC habe und dann nicht mehr auf Konsole spielen muss. Das Leben mit Mods ist irgendwie besser. Jein, also kommt halt drauf an. Ich finde, man kann Stardew halt sehr gut auch ohne Mods spielen. Aber es wäre schon schön, denn, also ich verstehe dich total, man möchte wenigstens die Möglichkeit ja haben, das, die zu nutzen. Ne? Also das ist ja schon das Ding. Und manche, die spielen ja manchmal auch nur, wollen ja vielleicht nur eine Mod haben oder so, weil sie nur eine Sache ändern wollen. Genau. Und ich habe ja auch nur so viele Mods drin, weil ich halt auch einfach das Spiel schon fast 1000 Stunden spiele. So. Ich glaube, erst ab 340 Stunden oder so habe ich angefangen mit Mods zu spielen. Davor war es halt immer Vanilla. Die Tabletten, weil alle sind eine Woche nicht mehr reichen werden. Ah, okay. Modsucht, ja. Ja, wenn man einmal mit Mods angefangen hat, dann, ich glaube, dann kann man. Man kann schon noch ohne spielen, aber ich glaube, gerade wenn man dann am PC ist, ich glaube, dann wird man sich eh immer meistens die Mods installiert halten, ey. Soll ich Dinkum spielen? Das Orakel sagt, da hilft nicht mal ein Arztbesuch. Hm. Hm, wie kann man das jetzt werten? Oh, okay, okay, Leute, wir sind hier. Oh, es ist der Fight. Der Kampf der Kämpfe. Ich würde aber auch mal sagen, das Orakel sagt ja. Es ist der Kampf der Kämpfe. Und zwar des. Oh, Demetrius und Robin, Alter. Das schmerzt auch jedes Mal mein Hirn, wenn die beiden streiten. Okay. Demetrius, ich habe nicht gesagt, dass du Tomaten holen sollst. Ich habe Früchte gesagt. Oh, ich wirklich so peinlich. Das ist wirklich so ein Event, das macht mich richtig wütend. Was meinst du? Tomaten sind Früchte. Demetrius, bitte. Niemand mag Klugscheißer. Wenn eine normale Person sagt, dass sie Früchte will, meint sie nie Tomaten, egal wie die wissenschaftliche Klassifizierung lautet. Lissy, ich bin froh, dass du hier bist. Du wirst diese Diskussion endlich beenden können. Also, ich muss ja sagen, da bin ich auf Robins Seite, ja? Wirst du eine Tomate einteilen? Ja. Diese Frage ist halt auch richtig dumm. Ja, eine Tomate ist eine Frucht. Ja. Es ist eine Frucht, aber trotzdem. Wenn mir jemand sagt, bring mir bitte Früchte mit, ich hab Bock auf Früchte, dann bringe ich ihm keine Tomaten mit. Weil ich kein Arsch bin. Denke ich. Ich glaube zumindest, dass ich kein Arsch bin. Ich weiß, kann es nicht beurteilen, müssen andere beurteilen. Aber ich würde sagen, das ist weniger arschig, dann keine Tomate mitzubringen. Als ob man sich da dann einmischen will. Ja, ohne Scheiß. Und dann fragt er mich das so. So, ja, natürlich. Faktisch. Und das, ich finde das jetzt schon eklig, dass ich faktisch sagen muss, aber faktisch sind Tomaten Früchte. Trotzdem möchte Robin ja eine süße, klassische Frucht haben und keine Tomate, Alter. Die will sich keine Pasta machen, die will einfach ein paar Früchte snacken. Was Süßes, ja? Aber Tomaten sind doch auch süß. Nee. Die haben immer eine Bitternote drin, finde ich. Ich habe davor Emilys erstes Heart-Event erlebt und das war so toll. Wir hatten letztes Mal, glaube ich, 2 Herz-Events von Emily in einem Stream, bin mir gerade nicht sicher. Die waren. Emilys Herz-Events sind speziell.
Tomate mit Zucker. Easy, ey. Niemand macht das, was man mit Erdbeeren macht, mit Tomaten. Tomatenmarmelade. Gezuckerte Tomaten. Tomaten mit Eis oder was? Disgusting. Disgusting. Erstmal Tomate mit Zucker und Kakao garnieren. Ja, so richtig schön als Nachtisch. Mm. Wisst ihr was? Weil ich ihn in dem Moment jetzt gerade hasse, sage ich, das ist Gemüse. Ist mir egal, ob er mir gleich, ob er mich gleich mansplaint, dass es Früchte sind. Ja, ist mir egal. Ich habe tatsächlich immer darauf mit Frucht geantwortet bisher. Weil ich ja weiß, dass es eine Frucht ist. Aber ich hasse ihn jetzt gerade. Ich bin auf Robins Seite. Wirklich? Ich dachte, dass ein Bauer die richtige Antwort kennen würde. Halt doch dein Maul, Demetrius. Geh dich einfach waschen, wirklich. Ich will nur, dass du meinen Standpunkt verstehst. Ach, halt doch deine Fresse, Alter. Wenn Robin... Es tut mir leid, ich werde ausfallend. Wenn Robin hier sich schön Eis gönnen möchte mit Früchten, dann will sie ja keine Tomaten drauf haben, sondern Erdbeeren oder sowas. Aber wenn ich jetzt sagen würde... Wenn ich das, ihm das sagen würde, würde er sagen, ja, aber sie hat doch nach Früchten gefragt, nicht nach Nüssen. Dann hole ich hier gleich den Ohrfeigenventilator wieder raus, ja? Und dann schallert's aber richtig. Oder ich hole Nicole mit dem Schlappen. Woher soll ich denn wissen, von welchen Annahmen ich ausgeben muss, wenn du mir etwas sagst? Bist du eigentlich dumm? Ich würde ihn so abfacken damit, ja. Oh, ich hasse das, wenn Leute so... Ich hasse es, wenn Leute so mit Bekannten im Umfeld reden, als wäre man im Hörsaal. Kennt ihr das, wenn Menschen... Das sieht man auch öfter mal bei so Universalgelehrten im Twitch-Chat oder so. Ist auch so ein Ding, gerade bei so Reaction-Streamern teilweise. Da hat man es oft. Aber halt auch teilweise unter Bekannten, glaube ich. Es gibt so Leute, die reden, können die ganze Zeit nur so reden, als würden sie gerade im Hörsaal sitzen. Die können einfach nicht mehr normal sprechen mit anderen. Weil die sich die ganze Zeit über andere erheben müssen, indem sie super intelligent klingen. Weil sie sich für unglaublich gelehrt halten, wenn sie irgendwie sich kompliziert ausdrücken. Und er ist so einer. Etwa jedes Mal Tomaten mitbringen, egal was er will, ja echt. Ich will einfach Robin sagen, hey, ich bin auf deiner Seite, aber Robin sagt schon nichts mehr, die hat keinen Bock mehr, die hat schon im Kopf die Scheidungspapiere unterschrieben, glaube ich. Aber ich werde daran arbeiten. Ich weiß nicht, verstehe ich nicht, ey, der wird mich jeden Tag so sauer machen. Danke für deine Hilfe, Lizzie. Ich weiß nicht, ich wollte hier eigentlich gar nicht reingezogen werden, ich wollte hier eigentlich nur deinen Job erfüllen. Den du ausgeschrieben hast, ich will das alles gar nicht. Ich finde es ein bisschen traurig, dass Robin da gar nichts mehr sagt dann. Finde ich ein bisschen schade. Ich habe mir von Robin mehr erhofft, wenn ich hier schon in die Bresche für sie springe. Sie hat nicht mal Danke gesagt. Also im Grunde hat es mir nichts gebracht, außer dass ich auch dastehe, als wäre ich dumm. Der macht mich immer aggressiv, egal bei was. Er ist halt so ein Scheiße einfach, ne? Da bist du ja. Dieses Exemplar sieht perfekt aus. Ich werde es direkt einfrieren. Danke, Lizzie. Er will den Kugelfisch direkt einfrieren, alles klar. Gönn dir. Oh, Demetrius, ey. Richtig unsympathisch. Einfrieren, ja, er will den Kugelfisch einfrieren. Einfach Frostergericht, ey. So. Oh, wir haben 1000 Gold dafür gekriegt. Das hat sich wenigstens gelohnt. Ich muss jetzt eigentlich auch nochmal, glaube ich, Sonnenblumen anpflanzen, ne? Ich muss gerade mal gucken. Weil wir 10 Sonnenblumen brauchen. Hä? Kam gerade nicht an die Kiste ran. Wollte nicht aufgehen. Frech. Genau, weil wir haben das Problem, wir haben Sonnenblumen, aber alle unterschiedlicher Qualität. Das ist so ein bisschen das Blöde. Wir haben hier 4 normale.
Wir brauchen halt noch mehr. Habe ich noch Samen irgendwie übrig von den Dingern? 13, ja, das passt doch. Bei manchen Sachen bin ich auch so, Moment, da muss ich mich einmischen, aber Tomaten, really? Ja, also wirklich, ne? Da bist du halt einfach ein schnippischer, ein sackiger Sack, wenn du da halt, wenn dir jemand sagt, hey, bring mir Früchte mit und du bringst dann Tomaten mit, Alter. Sorry, ey. Schon daneben dann. Oder bring mir Nüsse mit und dann kriegst du Erdbeeren. Würde ich auch sagen, ach, geh dich doch einfach löschen, ohne Scheiß. Geh dich einfach löschen. Ich werde mal den Mondtisch hier irgendwo hinstellen. Der ist ganz süß. Den finde ich echt ganz hübsch, den mag ich. Aber ich bin ja sowieso ein Fan von so Mondsymbolen und sowas. Damit kriegt man mich schnell. Sein Froster ist ja eh safe voll mit Tomaten, ja. Ich glaube auch, ey. Guck mal, es hat gerade geblitzt. Es hat gerade geblitzert. Vielleicht haben wir ja gerade nochmal mehr Batterien bekommen. Es eskaliert hier ja gerade komplett. Ah, guck mal, die produzieren auch gerade hier die Kollegen. Das heißt, da kommen einige Batterien jetzt raus morgen. Weil die alle produzieren. Und ich glaube, das andere ist halt random, ob die produzieren. Guck mal, die beiden vorderen produzieren zum Beispiel auch nicht. Das sind nur die vier hier. Ich glaube, die anderen sind gerade... Waren das nicht gerade noch mehr? Nee. Ah ja, cool. Cool, cool. Vier auf jeden Fall. Herrlich in Mollis. Welcher Farm ist das? Das ist die Immersive Farm Mod. Deswegen sieht die ein bisschen anders aus als die Vanilla-Karte. Lyrantröllchen. Lecker Fruchteis mit Tomatenwirk. Ja, also ich mochte sehr lange keine Tomaten. Ich habe erst mich an Tomaten rangetraut, als ich dann irgendwie allein gewohnt habe und oder meine eigene Wohnung hatte und irgendwie dann mehr gekocht habe und so weiter. Und das dann irgendwann ging das dann. Ich meine, ich schneide manchmal trotzdem immer noch den Wabbel aus den Tomaten raus, gerade fürs Brot oder sowas. Oder also für Sandwiches oder so, weil ich das dann immer nicht so mag, wenn es dann so sippschig wird. Aber so als Kind waren Tomaten halt echt immer das Schlimmste. Das Allerschlimmste, weil die so bitter waren. Und als Kind schmeckst du ja Bitterstoffe viel krasser. Deswegen mögen viele Kinder die ja auch nicht. Und oftmals sind die halt immer bitter gewesen irgendwie, wenn wir Tomaten hatten. Achso, ich muss noch ins Gewächshaus. Und dann die Vorstellung, dass man so einmal so eine... Oh, oder so eine richtig... mehlige Tomate. Boah, wenn ihr so in der Cafete oder so, in der Unimensa oder so, dann mal so einen Tag habt, wo die Tomaten echt scheiße sind auf dem Brötchen, wenn ihr euch eins holt. Und die Tomaten da dann drauf so mehlig ist. Also ich habe immer... ich habe sowohl in der Uni als auch in damals in der Ausbildung und so in der Cafete immer vorher die Tomaten geprüft. Auf dem Brötchen und dann meistens runtergeschmissen, weil das immer so mehlige Dinger waren. Oh, jetzt stell dir mal vor, ihr müsst noch Vanilleeis dazu essen. Disgusting. Komplett disgusting. So. Edelsteinbeere ist angepflanzt. So. Dann können wir eigentlich schlafen gehen. Denke ich. Es hat nochmal geblitzt. Nice. Ich weiß halt nicht, wie das ist mit den Blitzen. Ob es Sinn macht, wenn man... Also nehmen wir mal an, wir gehen jetzt schlafen. Habe ich dann weniger Chance auf Blitze, weil der Tag dann quasi ja vorbei ist? Weil ich das ja den Rest ja überspringe? Ne, also wenn ich jetzt schon schlafen gegangen wäre, dann wären die Blitze wahrscheinlich nicht gekommen, vielleicht. Das wäre so mein Gedanke. Deswegen macht es vielleicht eher Sinn, wirklich wach zu bleiben jetzt. Weil das ist tatsächlich eine Sache, das würde mich echt mal interessieren, ob das irgendwie relevant ist. Oh, ich glaube, ich lasse den Baum da lieber stehen. Wir nehmen mal den hier weg. Entschuldigung. Entschuldigung, ich muss meine Traumata ja auch irgendwie überwinden. Aber es tut mir leid, ich will euch damit ja auch nicht traumatisieren. Oh,
Die haben bei uns in der Cafete auch immer viel zu viel Margarine drauf gemacht. Also du hattest dann diesen ekligen Margarine-Geschmack, weil es zu viel Margarine war. Dann irgendwie so eine traurige Scheibe Käse. Aber das war dann meistens ja auch eh so Gouda oder meistens Butterkäse, der geht immer. Ich fand Butterkäse eigentlich immer echt geil. Ich mag Käse, der nach fast nichts schmeckt. Und sehr mild ist und so. Aber dann hast du halt eben diese dicke Margarineschicht gehabt, mehlige Tomate und die traurige Scheibe Käse. Das war schon echt eklig manchmal. Na gut, der Hunger treibt manchmal auch hinein, ne? Sind nicht immer Batterien am nächsten Tag beim Blitzableiter. Es gibt, glaube ich, nur eine Chance und es kommt darauf an, wie viele Blitze du hast. Aber ich weiß es wirklich nicht. Ich bin mir da nicht so sicher. Wir haben ja mehrere Blitzableiter da stehen. Wir können ja gleich mal kurz gucken, ob da jetzt, weil eben liefen, produzierten ja 4 Blitzableiter und die anderen waren noch standen noch statisch da. Wir können mal gucken, ob da jetzt ein paar mehr wobbeln. Das wird jetzt nicht unbedingt meine Theorie bestätigen, aber oder belegen oder so. Oder widerlegen. Aber ich kann mal gucken. Wenn jetzt, weil dadurch, es kamen ja jetzt mehr Blitze nochmal. Da müssten ja eigentlich mehr Blitzableiter produzieren. Wäre jetzt so mein Hirn. Aber ich denke, das ist eh random. Nee, okay, guck mal, die unteren beiden produzieren jetzt auch. Die produzieren jetzt auch. Nee, also mein, wie gesagt, mein Punkt ist halt, wenn ich jetzt schon schlafen gegangen wäre zwischendurch, dann hätten vielleicht die anderen beiden noch gar nicht mehr produziert, eventuell. Schwer zu sagen. Ich hab's gerade im Wiki nachgelesen, jeder Blitzableiter schützt nur vor einem Blitz. Ja, das war ja nicht die Frage, das weiß ich auch. Weil, wenn der Blitzableiter quasi einen Blitz aufnimmt, dann produziert er erstmal die Batterie. Und da läuft ja auch eine Zeit ab, das habe ich ja gerade gesehen. Es ging jetzt ja eher gerade darum. Oh, es war 2 Uhr, oh. Genau, es ging mir eher gerade darum, dass, dass quasi ich wahrscheinlich, wenn ich jetzt früher schlafen gegangen wäre, ich die Chance vertan hätte auf weitere Blitze wahrscheinlich. Die Zahl der Blitze am Tag eines Gewitters ist aber zufallsgeneriert. Also gut, dass du noch wach bist. Ja, genau, das weiß ich auch. Wir hatten uns vorhin den Wiki-Beitrag auch schon angesehen, oder ich zumindest. Weil ich einmal mit der Positionierung nicht sicher war. Aber die ist ja egal, habe ich festgestellt. Letzte Woche meinte halt irgendjemand, dass die Position eventuell wichtig ist bei den Blitzableitern, aber das ist nicht der Fall. Kommt nur auf die Blitze an, dass die halt random am Tag sind. Manchmal sind halt dann vielleicht keine Blitze bei Gewitter da oder nur einer oder so. Hallöchen, Frenzy, guten Morgen. Ich finde gekaufte, belegte Brötchen fast immer nicht lecker. Die machen da zu viel rein. Ja, es kommt immer drauf an, also es kommt immer stark drauf an. Da gibt es extreme Qualitätsunterschiede. Also immer sehr abhängig von dem Laden dann. Gerade so bei Backwerk und so. Mittlerweile ist es, glaube ich, sehr schwer für mich, was bei Backwerk zu finden, was ich essen kann. Aber da war ja auch über, also die hauen ja nicht einfach nur Remoulade drauf, die hauen ja immer gleich die halbe Tube Remoulade drauf, gefühlt. Sodass dir der Mist halt immer so aus dem Brötchen hervorquillt, während du reinbeißt. Und das habe ich immer so gehasst. Es war immer viel zu viel, ey. Gibt es eigentlich außerhalb der Farm noch einen Holzfarm-Spot? Ein Holzfarm-Spot? Du meinst einfach Bäume? Also du kannst alle Bäume in ganz Stardew Valley abholzen, die du findest eigentlich. Es gibt manchmal Bäume, die sind halt fester Bestandteil von der Karte oder so, die kann man dann nicht wegkriegen, aber das, eigentlich kannst du alle Bäume abholzen, auch im Wald und so. Das ist so ekelhaft, ja! Ja, ja.
So, ich wollte mich dafür bedanken, dass du Interesse an meiner Arbeit zeigst. Hier ist ein Rezept, das mir gefällt. Von Demetrius. Er hat uns Herbstfülle, ein Herbstfülle-Rezept geschenkt. Oha, Frenzy! Oh mein Gott, wie lieb. Dankeschön. Dankeschön für deinen Prime Sub. Danke, danke, danke. Dankeschön. Viel, viel Spaß mit den Emotes dir. Ich danke dir. Sehr lieb. Ganz viel Spaß mit den Emotes. Du hast jetzt auch keine Werbung mehr hier auf diesem Kanal. Ich glaube, das ist sehr gut. Viel Spaß damit. Lizzie, jemand hat dich letzte Nacht in der Klinik vorbeigebracht. Du bist vor Erschöpfung ohnmächtig geworden. Du musst besser auf dich aufpassen und zu vernünftigen Zeiten schlafen gehen. Ja, ich war jetzt ein Idiot. Wir waren halt im Gespräch. Ich habe dir 1000 Gold für die ärztliche Untersuchung in Rechnung gestellt. Dr. Harvey, Alter, 1000. Alter, das lässt sich aber auch hart schmecken, ey. Ja, in Deutschland ist es dann halt wenigstens einfach hier bezahlt die Kasse, so ist egal, ne? Oh, all die Blaubeeren, ich lieb's. Ich lieb's. $500 für RTW-Kutsche und 500 für die Untersuchung. Ja, Alter. Schön. Da ging jetzt noch einiges ins Lager, sehr gut. Ja, ist auf jeden Fall eine teure Taxifahrt, ne? Vor allem, ich meine, ich bin vor meinem Haus zusammengebrochen, ja? In meiner Einsamkeit. Eigentlich müsste ich hier einfach aufgestanden sein am nächsten Morgen. Aber die Frage ist, wer schleicht nachts über meinen Hof, dass er mich hätte finden können? Das ist eine Frage, die mich schon immer sehr beschäftigt hat hier. Wen von den Singles findet ihr am besten? Sophia finde ich sympathisch. Also jetzt in Expanded. Ich gehe jetzt mal von den Vanilla-Leuten aus. Also von den Leuten, die standardmäßig im Spiel sind. Weil Sophia ist ja Mod. Da fand ich immer Lea ganz angenehm. Lea fand ich immer angenehm und gut zu ertragen. Hayley wird auch ganz, ganz lieb, wenn man sich ein bisschen mit ihr anfreundet. Auch wenn die am Anfang immer ein bisschen so tussig drauf ist. Aber die wird. Also die hat halt auch eine schöne Herz-Events. Ich glaube, die beiden so überwiegend. Ich war halt immer nicht so krass groß daran interessiert, hier in dem Spiel zu heiraten. Irgendwie. Ich habe mir das immer dann vorgenommen. Aber wir haben es bisher immer nie im Stream irgendwie geschafft, glaube ich, zu heiraten. Wir kamen da einfach immer nicht zu, so richtig. Hier, wir bringen heute den Trüffel mal zum Community Center, glaube ich. Vielleicht beobachtet er dich Linus beim Schlafen. Ich glaube, mich beobachten so einige beim Schlafen in diesem Spiel, ey. Creeps, ja. Ich dachte halt erst an Morris, weil wenn du ja außerhalb von deiner Farm umkippst, dann sammelt dich ja irgendein Joja-Mitarbeiter ein. Ja, und Morris stellte das dann in Rechnung. Deswegen dachte ich erst, es wäre immer Morris gewesen vielleicht. Dass der hier über unsere Farm schleicht. Ach so, da ist ein Baum. Mach mal nicht den. Mach mal weg. 8 Batterien. Also wir haben 6 Batterien gestern gemacht. Sehr schön. 2 hatten wir ja schon. Schöni, wofür brauchte ich die Batterien nochmal? Ich habe schon wieder vergessen. Für irgendwas brauchte ich die ganz dringend. Für irgendwas brauche ich die. Ah, für den Iridium-Sprinkler, ne? Ja, ja, genau. Das war das Ding. Iridium-Sprinkler dann. Ja. Achso, wir können eigentlich gleich auch die Dings, den Meteoriten kaputt hauen. Und wir haben heute wieder Glück, das heißt, ich kann die uralten Früchte einmal in den Saatguterzeuger werfen und dann müssen wir Däumchen drücken. Ich glaube, ich schmeiß die auch alle rein.
Sind 6 Stück. Oh, wie lohnt sich das? Solange aus beiden jeweils 2 rauskommen, wäre schon schön. Na toll. Alter, aus beiden nur jeweils einer. Ich werd weich. Vielleicht ist auch Louis auf dem Heimweg. Das kann auch sein, ja. Ich meine, genug Creeps gibt es in Stardew Valley. So ist ja nicht. Also Pelikan hat seltsame... Hat immer wieder seltsame Leute am Start. Oh, scheiße, ey. Jetzt kam da nur... Alter. Jetzt haben wir im Grunde eine fertige Frucht einfach nur gegen die Samen getauscht. Oh. Absolut grauner. Es ist ultra random. Ich habe das Gefühl, scheißegal, wie welches Glück du hast. Oh mein Gott, auch nur einer. Ich heule. Ich heule wirklich. Da kamen jetzt mal 2 raus. 8. Da kamen 3 raus. Oh. Okay, also 2 mehr bei dem einen wenigstens. Okay, okay. 9. Auch nur einer. Oh mein Gott, ist das. Alter, was für ein. Das ist so eine schlechte Ausbeute. So eine unfassbar schlechte Ausbeute. Das geht ja auf keine Lizzie-Haut auch. Oh Mann, okay. Guten Morgen, Sobel, hallo. Willkommen unter den halbwegs Lebenden. Ich hoffe, du hast bisher ein schönes Wochenende. Und hallo Lynn, hallöchen, wie geht's? So. Mein Trüffel und ich, wir reiten mal los zum Community Center. Ah, es ist wild. Wir hatten da Geburtstag eigentlich. Die kenne ich, glaube ich, schon, die Person. Mit der gab es irgendwie auch ein ganz... Ach, die wird mir gar nicht angezeigt auf dem Kalender gerade. Malaya. Malaya, was mag die denn so? Vielleicht gehen wir die einfach mal besuchen und schenken ihr was. Ich mache das echt immer noch super random mit den Geschenken und so. Also manchmal, wenn mir danach ist, schenke ich jemandem was. Wenn ich keine Lust habe, dann lasse ich es halt bleiben. Oh Gott, das ist alles super spezieller Scheiß. Irgendwelche komischen Gerichte, von denen ich noch nie gehört habe. Das sind alles Mod-Gerichte. Hasenfote. Ich hole kurz eine Hasenfote. Wie viel Speicherplatz bräuchte man für den Expanded Mod? Weiß das jetzt jemand gerade zufällig? Nicht viel. Warte mal. Also Expanded selber sind 438 MB. Ne? Also nur Expanded und dann musst du ja noch Framework Mods runterladen. Die sind aber nicht ganz so riesig. Das Große ist wirklich nur Expanded. Also so um die 400... Mit 450 MB ungefähr musst du rechnen. Also Expanded alleine ist 438 bei mir im Ordner. Und dann die Framework-Mods, die sind aber sehr klein. Die sind nicht so doll. So, ich wollte eine Hasenfoto holen. Achso, warte mal. Wir haben keine Hasenfoto, hä? Haben wir keine Hasenfoto? Warum habe ich keine Hasenfote? Wir müssen doch schon welche haben eigentlich.
schon mal eine bekommen. Muss mal eben suchen. Vielleicht habe ich auch letztens schon mal eine verschenkt oder so, weil ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass wir irgendwem mal eine Hasenpfote geschenkt haben. Ah, hier ist eine. Ja, die sind halt auch mega selten, die Hasenpfoten, muss man sagen. Ich muss das jetzt auch mal ausprobieren. Oh ja, mach das mal. Muss jetzt nur etwas machen, wo ich keinen Bock drauf habe. Zeiterfassung für den Mondland fertig machen. Bäh. Bäh. Na, dann guck mal, dass du es hinter dich bringst. Die Gießkanne ist noch nicht ready, ne? Ne, die brauchen wir. Können wir morgen abholen, glaube ich. Die können wir morgen abholen. Ich bringe jetzt noch eben die Trüffel weg oder den Trüffel weg und dann suchen wir gleich mal Malaya. Das denke ich mir auch. Bäh, ja. Das ist halt nerviger Scheiß, ne? Entschuldigung, Pam, ich war ein bisschen im Weg auch. Oder du warst im Weg, Pam. Vielleicht warst du auch im Weg. Ich guck mal kurz, wo Malaya sich gerade so aufhält. Ich habe das Gefühl, dass die sogar in Pelikan ist. Ich glaube, die ist hier. Weil die sich so ein bisschen auf einer Stelle bald. Da kommt sie gerade angesteppt. So, hier, Malaya, alles Gute. So, ich hoffe. Ich hoffe, du weißt es zu schätzen, ja. Hasenpfoten sind echt nicht so häufig vertreten. Bitte würdige das. So, ich werde jetzt noch ein bisschen Holz hacken, weil mir das echt hier ein bisschen auf den Keks geht mit den ganzen Bäumen. Zwar mal schön, aber auch ganz schön viel. Mache ich mir gleich ein paar Nudeln warm? Tatsächlich waren quasi Nudeln mit Tomatensauce heute mein Frühstück. Aber es war okay. Ich hatte ja gestern keinen Bock mehr einzukaufen, noch irgendwelche Brötchen oder Brot zu holen. So, bauen wir uns als nächstes einen Schuppen vielleicht für unsere ganzen und machen uns ein Lagersystem. Ich weiß noch nicht, ob wir den Schuppen dann aufwerten müssen oder ob die kleine andere Größe reicht. Hallo Vita, einen wunderschönen Sonntag dir. Hallöchen. Ich hoffe, dir geht's gut. Hast du gut geschlafen heute Nacht? Dankeschön für deine lieben Worte. Dankeschön. Bringst immer ein bisschen Sparkle in den Chat. Ja, wie ein Stein. Das klingt gut. Ja, ich bin immer nicht so richtig gut ausgeruht, aber solange ich zumindest halbwegs schlafen kann und die Zeit vergeht, ist alles okay. Nur wirklich erholsam ist der Schlaf momentan leider nicht wirklich. Wach immer zu früh auf auch. Darf ich dir eine Frage stellen? Ich kann nicht versprechen, dass ich sie beantworten kann, aber klar, du kannst mir natürlich eine stellen, sicher. Kann man von dir ein Autogramm oder Brief bekommen? Warum ich frage, es ist für meine Schatztruhe und es hilft mir bei meiner Psyche.
Tatsächlich mache ich sowas aktuell jetzt nicht unbedingt, nein. Da muss ich dich enttäuschen, glaube ich. Es tut mir leid. Ich mache das halt für niemanden irgendwie zurzeit. So, wir haben ja alle... Oh, ja doch, das war ein Baumstumpf. Ich dachte gerade... Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Dekobusch zerstört. So, wir haben ja alle hier relativ, also wir gehen ja alle sehr, sehr entspannt und so miteinander um. Ich versuche halt auch nicht zu viel Zuschauerbindung oder so zu betreiben. Also das mache ich halt bei niemandem so, sag ich mal. Also Zuschauerbindung im Sinne von, dass ich mich halt so irgendwie dann, keine Ahnung, Leuten privat dann irgendwann noch schreibe oder schicke oder so. Das mache ich halt nicht. Das ist manchmal auch ein bisschen gefährlich. Alles gut, Fragen kostet ja nichts. Nee, eben, genau. Genau. Nee, ich bin da einfach nicht der Typ für. Das wäre jetzt ja auch dann, das wäre dann ja auch wahrscheinlich nicht so mega ehrlich, wenn ich das normalerweise halt nicht mache und dann halt bei einer Person dann aber mache. Also das wäre dann, glaube ich, auch nicht so cool. Ich finde, sowas müsste man schon durchziehen. Das wollen wir auch nicht. Wir wollen nichts mit dir zu tun haben, Lassie. Muss man Fruchtbäume gießen? Nein, musst du nicht, Alina. Musst du nicht. Die wachsen einfach vor sich hin. Allerdings vielleicht ganz hilfreich, weil das eine Sache ist, die man oftmals sehr spät, sehr schmerzhaft feststellt. Der Bereich direkt um die Bäume herum sollte frei sein. Also quasi nicht so wie hier, da ist ja, hier ist ja ein Baum. Und drumherum können durchaus irgendwie dann andere Setzlinge auch so ein bisschen wachsen. Ja, aber bei einem Fruchtbaum, da, wenn du den anpflanzt, muss hier alles frei sein drumherum. Sonst kann der nicht richtig wachsen oder braucht eine halbe Ewigkeit. Das ist manchmal ein bisschen schmerzhaft dann. So, ich gehe mal schlafen, weil es schon ganz schön spät ist. Tomatenbäume muss man gießen. Alter Lyranthrom. Bitte. Bitte nicht verwirren. Gute Nacht, Lizzie. Gute Nacht, Zobel. Bitte, Lyranthrom. Mach nicht gießen. Oh Gott, ey. So, haben wir ein neues Rezept? Geröstete Haselnüsse, das kennen wir schon. Das haben wir von Kent bekommen, glaube ich. Oh Gott, die Saaten gestern, ey, von den uralten Früchten. Das war eine pure Enttäuschung. Hallo Lizzie, heute Nacht um 22 Uhr wird etwas Wunderschönes passieren. Die Mondlichtquallen werden an Pelikan vorbeischwimmen, um ihre lange Reise in den Winter zu beginnen. Wir versammeln uns alle am Strand, um ihnen zuzusehen. Das solltest du nicht verpassen, man sieht sich heute Nacht. Demetrius. Bitte keine Gabriole. Was glauben das nachher noch Leute, ey? Gut, ich meine, die Tomaten muss man gießen, aber... Oh, weh, ey. Oh, hier sind zwei Trüffel gewesen, ist gut. Ich meine, immerhin sehe ich die noch durch Zufall, die Dinger. Aber es wird zwischendurch schon echt ganz schön schwierig. Ich muss gleich nochmal pullern gehen. Und ich glaube, dann schiebe ich mir gleich mal eben ein paar Nudels in die Mikrowelle rein. Die Tiere haben auch kein Fressi mehr hier im Dings, wa? Ja. Ich muss mal ein bisschen Heu organisieren. Ich hole mal meine Sense. Ach ja. Ja, jetzt ist letzter Tag auch. Letzter Sommertag.
Da fällt mir gerade ein, habe ich es irgendwie mit den Fischen verkackt? Nee, der Glasaugenbarsch war im Herbst und Winter, ne? Ja. Im Winter auch nur bei Regen. Boah. Also im Herbst bei Regen auch. Ja. Kann ich schon das Regentotem machen? Ja, Regentotem haben wir auch schon. Alter, man braucht 5 Kiefernteer dafür. Das ist so viel. Das ist so, so, so viel. Hast du etwa Alpakas oder Lamas? Ja, das sind Alpakas. Ja. Statt der Schafe haben wir Alpakas. Haben wir einfach ausgetauscht. Weil süß. Geh jetzt einfach mal hier am Rand lang, glaube ich. Dum, dum, dum. Haben wir, glaube ich, irgendwo auf dem Feld noch Platz, glaube ich. Oder Zeug mit Gras. Cute! Ja, die sind halt auch echt knuddelig. Meine Schafe sind auch süß, aber sorry, wenn man die Möglichkeit hat, Alpakas zu haben, dann fällt mir die Entscheidung eigentlich ziemlich leicht. Dann fällt die mir sehr, sehr leicht. Wo habe ich mein Pferd schon wieder stehen gelassen? Achso, das steht noch im Stall. Mami, kann mir jemand Käse bringen für deinen Auflauf? Nee, leider nicht. Obwohl, ich hätte noch Käse zum Schmelzen im Schrank. Der dürfte bei einem Auflauf, glaube ich, sogar schmelzen. Aber bisher habe ich den, hat der immer nur beim Optikgrill gut funktioniert. Boah, ich muss mir auch mal wieder so geile Aufstriche und so selber machen und Sandwiches machen. Oh, mir fällt gerade ein, wir müssen die Blumen hier ernten. Wenn wir gerade hier sind. 10 Mohnhonig. Oh, das hat sich auch gelohnt hier, die Nummer. So, wie viel Heu haben wir denn jetzt schon drin? 163 von 240, okay. Das ist erstmal gut. Das ist erstmal gut. Hä? Warum dreht... Okay. Irgendwie hat sich die ganze Zeit in die falsche Richtung gedreht. Dann machen wir hier gleich die Meteoren eben weg. Ich kann leider erst morgen meine Gießkanne abholen, weil heute Festival ist und keiner seinen Laden offen hat, glaube ich. Obwohl das Event erst später ist. Wieder 200 Millionen Schmetterlinge aufgescheucht. Okay, ciao, Holz. War schön mit dir. Danke, dass du mir wieder ins Wasser fällst. Sehr nett. Mag ich immer sehr. Danke für deinen Beitrag. Ach Gott.
Gott, jetzt redet ihr alle hier von Essen, ey. Da muss ich mir gleich echt wirklich Essen warm machen. Woher kommt der Meteor? Die droppen zwischendurch mal ganz sehr, also mit einer gewissen kleinen Wahrscheinlichkeit auf der Farm. 6 Iridiumerz und 2 Geoden und ein paar Steine. Joa, Iridiumerz kriegt man zumindest in einen Iridiumbarren zusammen. Das ist fein. Ich glaube, die kommen, tauchen immer dann auf, wenn dir das Spiel sagt, irgendwo, keine Ahnung, dass es ein, ich glaube, einen Knall gegeben hat oder irgendein lautes Geräusch oder irgendwie sowas. Es gibt dann immer so einen Hinweis vom Game. Und dann musst du dich auf deiner Farm umschauen und dann könnte man die finden, eventuell. Einer der seltenen Rage-Momente in Stardew, Holz fällt ins Wasser. Ja, am besten, ich meine, ich werde hier immer durch die Mods und so und wir haben ja auch noch weitere Wälder. Das heißt, nehmen wir mal an, ich hätte meine Farm jetzt leer gefarmt mit Bäumen. Aber in Vanilla, da hast du ja relativ zügig auch schon teilweise die ganzen Wälder leer gefarmt. Und du brauchst nur noch diesen einen Baum und der fällt ins Wasser. Komplett, mit allem Inhalt. Das ist richtig belastend. Wie mit dem Zug, ja, genau, ist ähnlich. Ist ähnlich dann, genau. Da taucht dann so eine kleine Meldung auf. Und ich glaube, das kommt immer... Ich glaube, das ist immer nachts dann. Also dann... Ich glaube, immer nachts kommt es, da kommt der Hinweis dann. Aber es ist halt relativ selten. Die Dinger tauchen nicht so mega oft vor, oft auf. 9-Euro-Ticket und los geht's, genau. Ach ja. Mein zweiter Chor war für heute, mit den harten Bandagen. Ich hab mich verhört, whoops. Also ein bisschen das Zugtourette irgendwie. Immer wenn von Zügen gesprochen wird, heißt es gleich hier, oh, 9-Euro-Ticket. Ab nach Sylt. Oh, Alter, guckt euch das mal an. Konnte ich nicht von hier aus auch in die Pilzhöhle fahren? Ging das nicht auch? Ja, hier ist die Pilzhöhle. Genau, und hier wollte ich einen Weg weiter lang bauen, damit wir immer bequem in die Pilzhöhle kommen. Aber ich war zu faul bisher. Oh, die Dingstante ist ja da. Scheiße. Aber auch nicht mehr lange. Ich habe mein Pferd verloren. Das schauen wir nicht mehr. Ich weiß nicht, wo mein Pferd gelandet ist. Ich habe mein Pferd verloren, Mann. Na ja, gut, sonst lockern wir hier noch ein bisschen die Bäume auf. Das ist halt alles ganz schön viel. Von Zügen halte ich mich fern, kann ich gut verstehen. Das ist, glaube ich, auch besser so. Kann ich mal wieder aufhören, mit der Axt die ganze Zeit daneben zu schlagen? Das wäre richtig Premium. Da steht mein Pferd, ganz unschuldig. Und denkt sich so, ja, ich bin hier. Mir geht's gut. Ich erfreue mich meines Lebens. Ich dachte gerade, da wäre ein Stein gewesen, aber da war gar keiner. Soweit ich weiß, tun sie dir nichts, wenn du richtig einsteigst. Okay. Also, hier werden wieder richtig gute Tipps vergeben auch. Baby Patrick. Wie gute Tipps, ey. Für die Leute drin, ja. Das ist richtig. So. Hier wächst auch noch irgendwie Unkraut. Also nicht Unkraut, sondern Gras. Kein Kiffgras, Leute. Beruhigt euch. Einfach nur Gras.
Mami, was a shameless pain. Es gibt so Sachen, die machen echt keinen Fun mit Zeichnen, ne? Ich bin erschöpft. Groß mein Pferd. So. Also ich bin fast erschöpft. Ich habe noch gerade so aufgehört. Kochen ASMR ist gruselig, wenn Wasser in einen Behälter gefüllt wird. Echt? Schuschu. Ich mir gerade mal so einen Barren herstellen können. Richtig traurig. Muss gestehen, es ist weird, eine Riesenwohnung ganz für mich allein zu haben. Ich find's geil. Ich glaube, ich bin wieder too late to the party, Chat. Bei mir ist momentan alles echt immer sehr knapp hier. Ach so, das geht erst um 10 los. Ach so. Ja, dann easy. Jess sagt immer, ich rieche nach Gras. Sass. Woher weiß ein kleines Mädchen, wie Kiffgras riecht? Es gibt Brokkoli mit Brokkoli und Brokkoli. Ich bin so dumm. Weil du keinen Käse hast. Das ist schon traurig, ey. Einfach nur so gebackener Brokkoli, das ist schon sehr traurig. So, ich glaube, wir können rein. Ich stelle mich da mal gleich mal eben kurz hier ab. Weil hierfür geht ja keine Zeit. Und dann kann ich auch mal ein paar schöne Sachen kaufen. Meerschaumpudding klingt auch einfach komplett disgusting. Ich stelle mal eben hier ab und dann gehe ich eben pullern und werfe mir mal eben meine Nudeln in die Mikrowelle rein. Und mit den Seasonal Outfits und so von den Leuten wollte ich mich auch nochmal auseinandersetzen, ob ich die zum Laufen bekomme. Die Mod, das wäre schön. So, Kinders, wir starten mal das Festival, wa? Scroll weiter. Ja, da sind, glaube ich, wieder ein paar neue geile Sachen dazugekommen. Ich muss mal wieder mich durch die Mods graben. So, keine Ahnung. Das ist halt auch so, was Deko und sowas angeht. Ich habe gerade so schöne Monde gesehen, die man sich an die Wand batschen kann im Haus und so. Da habe ich direkt so gedacht, boah, geil. So, guten Abend, Lizzie. Die Mondlichtquallen sind nahe. Ich habe schon eine in der Ferne leuchten sehen. Sobald wir das Kerzenboot losschicken, kommen sie zur Anlegestelle und sagen Hallo. Ja, das Event ist so schön. Die meisten Nachtfische hätten Angst vor Licht. Diese hier sind eine seltsame Ausnahme. Naja, wir starten mal, ne? Schickt das Boot los. Das geht so total schön, süße Mods, ja. Mondlichtquallen. Oh, Entschuldigung. So was würde ich for real halt echt gerne mal sehen. Nicht in irgendeinem Aquarium. Schöni. Die wobbeln auch so süß. Mag die Animation von denen. Die haben schöne Farben, weil die so ein bisschen Fliederfarben sind. Ja, Babyquallen.
gerade extra nochmal ein ruhigeres Lied, also ein ruhiges Lied rausgesucht hier. Hier redet keiner. Ja, Quallen sind schon krass faszinierend, ey. Da ist so eine fancy Qualle direkt unter mir. Die sieht so ganz anders aus als die anderen. Das ist auch die einzige, die anders ist, ne? Das Leuchten des Sommers ist jetzt verblasst und die Mondlichtquallen führen ihren Weg in das weite Unbekannte fort. Ja, wie schön. War schön. So, ich pack mal die Deko irgendwie weg. Ich hänge die einfach direkt an die Wand, ja, dann liegt sie nicht im Weg. Habe ich die animierten Gemälde eigentlich noch bestimmt, oder? Die Mod habe ich da bestimmt noch drin. Wo die Gemälde und sowas animiert sind. Teilweise. Da muss ich mal gucken. Legen wir hier den Teppich rein. Achso, wir gehen mal schlafen, ne? Es ist 1.10 Uhr. Keine Ahnung, ich richte hier noch fröhlich meine Bude ein mitten in der Nacht. Ey, das klingt wirklich nach mir. Ich hab ja auch schon, wenn ich so Anwandlungen hatte von hier mal wieder Möbel umstellen, habe ich dann einfach nachts um 1 oder 2 dann einfach Möbel umgestellt. Hab ich einfach gemacht. Same, ja. Habe ich jetzt nur seit ich streame nicht mehr gemacht. Ich muss mal kurz was nachgucken. Seit ich streame habe ich das nicht mehr gemacht, weil das würde bedeuten, dass ich dann alles ändern muss. Doch, Animated Furniture und Stuff, die haben wir drin. Ah, genau, dann sind die Gemälde teilweise auch animiert und sowas. Es ist ziemlich cool, wenn die sich dann bewegen, die Sachen. Weil hier bei dem Fenster sehe ich halt übelst das Potenzial, dass halt hier die Sterne halt einfach ein- und ausgeblendet werden können. Hallöchen, Danielo. Wenn man an einem der Kinder redet beim Event, erzählt es einem, dass es hofft, diese besondere Art von Qualle zu sehen und dann schwimmt sie da vor einem. Süßes Detail. Okay. Ja, das sind Sachen, ich muss zugeben, ich habe halt, ich rede halt seit das Spiel halt so viel Spiel halt auch nicht mehr irgendwie bei jedem Event mit den Leuten so, weil man das halt dann schon tausendmal gelesen hat. Aber daran kann ich mich jetzt auch schon gar nicht mehr erinnern. Aber schön. Das ist süß.